Zuletzt bei It Takes Two. Alter, ist das brutal. Oh, meinst du nicht, dass das etwas zu weit ist? Beschnellung. Aber er wollte uns umbringen. Alter, erstmal das Auge ausgesaugt. Ich hätte es jetzt in den Mund reingesteckt. Ja, hätte ich auch. Das mit den Augen war gruselig. Ja, schon. Brutal. Verdammter Staubsauger. Komm, May, wir müssen Rosie finden, bevor sie weg ist. Ich hoffe, sie weiß, was mit uns passiert ist. Irgendwas muss sie jedenfalls wissen. Sie hat diese Puppen gemacht. Sie hat die gemacht? Ja. Aber wieso sehen die dann so aus wie wir? Keine Ahnung. Wieso hast du mir nichts davon erzählt, Cody? Warum sollte ich? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allem möglichen Kram. Ja, da hast du wohl recht. Na komm schon, suchen wir sie. Wo sind... Das solltest du wissen. Du bist hier ständig. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Ich dachte, ich werde eingesaugt. Ich bin irgendwie an Saugen gewöhnt. Ja, fast wie eine verzerrte Version der Wirklichkeit. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir gerade sich das Haus von uns in die Luft gejagt haben? Tja. Sagt nix. Sag einfach nichts. Kommen wir da hoch? Wir testen das einfach mal. Ich zitiere dich von dem Bosskampf. Was ist denn dein Problem? Haben schon alle längst vergessen, dass da was passiert ist. Hat niemand gesehen. Wieder hier. Rosie! Dahinter ist alles explodiert und die... Da ist auf einmal ein großes Loch. Ich kann uns nicht hören. Oh je. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Ich könnte helfen. Was? Wer war das? Ja, wer? Keine Ahnung. Hier drüben. Da! Ich kenne den Weg. Was ist das jetzt wieder Gruseliges? Ich bring euch hin, wenn ihr mir dabei helft, meine Freunde zu retten. Welche Freunde? Meine Werkzeugfreunde. Wir waren mal wichtig und wurden gepflegt. Aber diese Menschenfrau hat uns in die Werkzeugkiste gesperrt und ist gegangen. Du meinst Mays Werkzeugkiste? Ja, ja. Diese herzlose Menschenfrau. Kennst du sie? Ja. Nein, ich kenn sie nicht. Aber angeblich hat diese herzlose Frau einen neuen Job in der Stadt und deshalb leider keine Zeit mehr für ihre Hobbys. Wen interessieren denn schon Hobbys? Wisst ihr, wie weh es tut, an Rost zu sterben? Als würde man langsam verbrennen. Sehr langsam. Ist ja gut, Hammer. Es gibt Rostentferner-Spray da in dem Werkzeugschrank. Wir können deine Freunde retten, aber nur, wenn du uns zu Rosie rüberbringen kannst. Okay, Deal. Dann heb mich auf. Okay. Jetzt geh zu der großen Tür rüber. Zieh den Nagel raus. Den brauchen wir. Gut, dann mal los. Wow! Wo ist der hin? Pfeif einfach. Wie? Echt jetzt? Ja, ich hab mir das einfach mal auf den Rücken geschnallt. Cool. Ich hab einen Nagel. Einen fliegenden Nagel und einen sprechenden Hammer. Ich hab einen Nagler. Dann los. Hey, guck mal hier. Ich kann jetzt nageln. Du kannst nicht nageln, du kannst nur hämmern. Mit dem Nagel auf, Cody. Sowas kann ins Auge gehen. Okay, und lass du mir nicht den Hammer auf den See fallen. Keine Sorge, mit Werkzeug. Ich kann Nagel werfen. Ach ja, ich aber auch. Oha, sollst du uns nicht töten? Hast du den Hammer auf den Daumen gehauen? Ja, guck mal, aber ich hab Thors Nagel. Aber jetzt bin ich für den Nagel zuständig. Okay, okay. Sei einfach vorsichtig. Okay. Was muss ich Schrott machen? Ist da oben vielleicht das Weiße? Ja, das. Erinnert mich an den von Guardians of the Galaxy. Okay, ich glaube, es bringt nichts. Oh, man kann hier runter. Ernsthaft? Ich kann alles kaputt machen. Yippie! Headshot! Gut. Hast du mich abgenagelt? Sag noch mal was gegen mein Aim. Kann dich auch hämmern. Ja, aber ich kann nicht nageln. Boah, das ist fies. Du kannst mich nageln, aber ich kann dich nicht hämmern. Du hast mich reingehämmert. Ach doch. Ich
du nochmal genagelt werden? Ich weiß, das machst du. Nein. Lass dich nageln! Nö! Okay, halt es nicht auf die Spitze! Ey! Ich kann das übrigens immer noch spüren. Boah. Ja, das hast du verdient. Guck mal, ohne meinen Nagel bist du nix. Lass mich das mal einmal festnageln. Kann ich das überhaupt festnageln? Kannst du mich nicht festnageln? Gute Idee. Und dann hämmer ich das? Nee, das geht nicht. Kann nicht hämmern, wenn ich genagelt bin. Ah, ich verstehe. Okay. Ich verstehe. Step one. Okay, leg los. Okay, nochmal. Ich weiß, wo ich hinziehen muss jetzt. Ich hab genagelt. Okay. Hey, vielleicht können wir von diesem Nagel springen. Warum springst du eigentlich jemand tot? Das steht bei mir ein Hammerzeichen, aber... Ah, okay, verstehe. Kannst du hier ranspringen? Du sollst aufhören, mich zu nageln. Ob du an mich ranspringen kannst, hab ich Moment, ich hab wichtige Sachen zu machen. Komm! Ey. Schluss jetzt mit dem Unsinn! Ich will doch nur nageln! Alles, was Spaß macht, nimmst du mir. Ich glaube, ich kann nicht an dich ranspringen. Aber da ist doch so ein Zeichen. Ja, okay, verstehe ich nicht. Ich glaube, ich bin eher hier erwünscht. Schwing mal rüber. Okay. Coole Moves! Mir gefällt dein Style weg! Moment. Ach hier, naja. Ich mag das, die Flaschen hier kaputt zu machen. Da, noch ein Nagel. Den holen wir uns. Hallo? Ich bin immer noch hier drüben. Ich hab noch einen Nagel für dich. Bitte, bitte. Ich hab einen Doppelnagel. Klasse! Mehr Munition! Blau. Ich bin da. Ich glaube, ein Nagel fehlt mir noch. Okay. Okay, du musst nochmal. Kannst du nochmal? Bereit? Jo! Pickt. Ich. Oh. Verdammt. Hey, ich warte auf mich. Ich wollte es ein bisschen spannend machen, weil es nicht schafft. Nicht so viel Hämmer und mehr hochstemmen. Lass mich doch auch mal hämmern. Was denn jetzt? Dieses verdammte Buch. Herausforderungen wächst, Mann! Was stimmt nicht mit dir? Kannst du nicht einfach abhauen? Kannst nicht alles nageln, was du willst. Ich kann nageln, was und wo ich will. Also denkt daran, wenn ihr dieses Geräusch hört, immer hinterher. Folgt weiter dem Geräusch und ihr findet die Herausforderung, die ihr sucht. Ja! Willkommen zu eurer ersten Bar-Challenge! Gewinnen oder verlieren? Ihr müsst es zusammentun! Verlieren. Dann müssen wir das wohl tun. Gut, willst du es probieren? Das ist doch Zeitverschwendung. Oh, du hast wohl Angst zu verlieren? Ich? Guck mal, wie nach meine Nägel pulsieren. Zeig, was du kannst! Oh, das werde ich. Die sind bereit, meinst du? Holding Cody.
Okay. Bleib oben, um zu bucken, lasse sich nicht treffen. Alles klar. Was, wieso spielen wir das jetzt eigentlich gegeneinander? Das gehört zur Paartherapie, hast du gehört. Hopp auf, Cody! Triff mich doch! Ich bin schneller als ein Maulwurf. Mein Hammer ist noch schneller. Daneben! Bingo! Zu langsam! Oh ja! Verdammt, jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Verdammt. Komm schon. Also. Noch einer. Sieg. Ich bin zu schnell für dich. Nächstes Mal schlage ich dich. Sollen wir das jetzt nochmal machen? Nee. Also, wir das nochmal machen? Steht 1-0 für mich, best of 3. Okay, los geht's. Nicht blinzeln, sonst verpasst du meinen Sieg. Die Frage ist, ob ich die ganze Zeit... Kann ich nicht. Alles klasse! Oh. Ach, yeah. Verdammt, ey. Das ist, du hämmerst auch einfach nur random drauf los. Ja, ich bin der Verlierer. Ihr wart 2-1. Okay. Entscheidende Runde. Ja. Gegen mich Let's kannst go. Du einpacken, Cody. Scheiße. Autsch. Ich pack das. Halleluja. Jetzt bin ich raus. Wenn ich einmal raus bin. Das ist auch fies, ich kann so ein bisschen deinen Rhythmus bestimmen. Ja. Schade, also da geht's nicht noch rein. Kannst du hier reinnageln? Ein oder mit zwei. Wie du es gern hast. Ah, guck mal, ich nagel dir. Ne, bleib oben, ich nagel dir den Weg. Du Sack, ey. Ich wollte eigentlich den anderen zurückrufen. Ja, er ist getötet. Merkt man das? Nee, wenn ich es absichtlich hätte, hätte ich es so gemacht. Aber den hättest du auch so nicht bekommen. Möchtest du nicht, Warte mal. Ja, hämmer mal drauf. Nee, du musst da hinten drauf hämmern. Ich bleib hier, du musst da hinten hämmern.
Nein, da doch. Da hinten. Guck mal, da. Ja, und dafür musst du da hoch. Hey, da oben lang, dann musst du da hämmern, dann gehe ich da hoch. Und dann kann ich da darüber. Warte, warte, warte. Ich habe nur den Weg nicht gefunden. Ich war verwirrt. So, jetzt. Hier ist noch eine Maschine im Weg, Cody. Ich muss hier meinen Weg selbst nageln, ne? Du hast hier am meisten zu tun. Du musst da, ja, da ich rein. Nagel. Setz mich und denke, ich mach's immer in dem Tempo, wie ich es kann, okay? Hetz mich nicht beim Nageln. Okay. Ich muss dir wieder. Muss dir wieder den Weg nageln. Moment. Wo bist du da? Ja, hinten. Oha. Arme Schloss. Sieht kompliziert aus. Also ich sehe, glaube ich, was man sich nagelt. Cody, vermassel das bloß nicht. Okay. Ja, ja. Fang einfach an. Ich weiß nur nicht, wo ich nageln muss. Ja, da nicht. Erstmal musst du da durch. Ja, ich kann da nicht durch, weil ich sterbe dann halt immer. Hast du da irgendwas zum... Nee, das sind solche... Ja. Ah, Moment, ich kann da vielleicht. Vielleicht, wenn es in der Richtung ist, da an der Stelle. Ach, da unten, ich sehe es. Ich sehe, was ich nageln muss. Nee, bleib mal. Ja, ich kann nicht. Ja, doch. Verdammt. So, jetzt ist es jetzt festgenagelt. Geh da rauf. Du musst es auch wieder nageln. Okay, nee. Du bist ein, du bist eine eigenständige Dame. Du schaffst das. Wow. Ich vertraue dir nur. Nagel bitte. Brett wurde genagelt. Saubere Arbeit. Ich glaube. Schaff ich. Ich wollte die Nadel besser platzieren. Ja. Muss. Okay, ungefähr an die Stelle, wo du da bist. Ich glaube, das Timing kommt ungefähr hin. Ja, so. Ja, wenn es richtig abspringt. Oh, verdammt. Ey. Das war schon traurig. Das ist übelst dumm in die andere Richtung abgesprungen. Oh, verdammt. Seht ihr was? Achso, du musst ja, da muss, wieder muss drauf. Ja. Ready. Noch ein Nagel. Zieh ihn raus. Oh, ich hab noch einen Nagel gefunden. Das wollte mich töten. Und das macht drei. Also, ja, aber ich glaube, ich hab hier gerade die größte Herausforderung. Ja, warte, ich guck mal. Ah, ich kann hier irgendwas machen. Was passiert da? Ja, weiß ich auch nicht, was hier passiert. Doch, ich seh's. Guck mal dahinter, du kannst es hoch. Das heißt, du kannst hier wahrscheinlich... Kannst du, wenn du genau drauf ist, das hochhämmern? Zu spät, glaube ich. Nee, es passiert da nichts. Warte mal, ich guck mal, ob da muss ich da ganz ist. Schnell rauf. Ich da rauf und du musst mich ganz schnell nach oben. Ja, okay. Lauf. Sieh doch nur, wie er fliegt! Sehr gut. Oh Gott. Oh, okay, ich nagel dir jetzt alles. Was? Glaubst du etwa, ich verfehle? Ich hoffe nicht.
Nee, das war falsch, geh zurück. Ich hab nur den einen jetzt. Spring ran, dann. Ja. Los, los, los. Los, 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 ich rutsche. Okay, warte. Ja, ich bin runtergerutscht. Muss ja schneller gehen. Okay, ich weiß, glaube ich, wie ich gezielt zurückpfeife. Zack. So. Dann ich den ganz gerne zurück, damit ich den da reinstecken kann. Dann gehst du darauf. Dann ich den zurück und kann den hier zurückrufen. Kann ich den hier zurück... Bleib links. Den zurückrufen und den da rein. Kann ich den da zurückrufen. Dann kriegst du den. So. Nee, Moment. Nee, ich glaube, du musst die Wand hier nochmal raus. Ja, okay, dann nagel ich dir den dahin. Und den. Ja, jetzt. Und die zwei zurück. Oh Mann. Dann nagel ich den dahin, den dahin, den zurück. Okay. Den zurück und den zurück. Sehr gut. Hui! Nagelmanagement hier. Bring ich jetzt da runter? Anscheinend. Ja, kannst du mir mal nicht meine Zeile machen. Meine Aufgaben sind nicht so schwer. Los, kommt! Helft mir, sie aufzubrechen! Ich habe hier auch die Management-Aufgaben. Schon ein bisschen so lehrlich hier. Also der Mann nagelt, macht die ganzen Management-Aufgaben. Ja, aber dass die Frau hämmert, ist ja jetzt nicht, nicht so klischeehaft, oder? Ja. Weiß ja nicht. Also dann erledigen wir diese dreckige Werkzeugkiste. Durchhalten, Sackzack-Kumpel! Wir kommen und retten euch! Wurdest du gerade fremdgenagelt? Ja, wurde ich. Sackzack-Kiste, jetzt hab dich doch nicht so! Ich helfe dir. Ah, okay. Boah. Die nagelt mich schon wieder. Ja, pass mal auf, in welche Nägel du dich verläufst. Wie komme ich jetzt darüber? Mach das selber, oder was? Einfach abhaust und mich im Stich lässt. Ich wurde auch genagelt! Du bist schon vorher weggelaufen, das habe ich gesehen. Ohne meine Nägel kommst du auch nicht weiter. Der Nagel war unfair. Sie entkommt! Schneller, hey, schneller! Versuch's! Aber du bist ein ganz schöner Dickkopf! Ja, das Das waren gemeine Nägel. Passiert da. Ja, du musst da drauf. Drauf und dann. Du siehst die Schatten immer. Ich weiß es aber. Okay, ich wollte es nur sagen. Bereit? Ja. Hey, pass auf die Nägel auf! Die hab ich nicht gesehen. Ich kann die in Bewegung treffen. Diese Nägel. Wieso schwehen hier. Kannst du mal hochhämmern? Ja. Ich muss nageln. Ey, das war. Okay. Das war von meiner Seite aus nicht. Oh. Bringt euch das irgendwas? Ja, du kannst von da oben.
Wir sind jetzt übrigens quitt, wie oft du gestorben bist und wie oft ich im ersten Bosskampf gestorben bin. Ich kann hier nix für Nägel. Ah, du musst das festmachen. Ja, vielleicht bleibst du erstmal hier stehen. Okay. Würdest du das von hier aus machen, wo sich die Plattform nicht bewegt? Okay. Dann so. Puh. Ich hoffe, es reicht so unter den Szenarien. Oha. Rache der Werkzeuge. Aufgepasst! Okay, der hat an seinen Arm hast du gesehen, ne? Ja. Warum hast du den jetzt zurückgeholt? Hab ich nicht. Achso. Oh, da kann ich nicht trauen. Jetzt bring mich auf die andere Seite. Ich hab ihn festgemacht. Lass die Werkzeuge frei! Schloss 1. Oha. Okay, Kampf verstanden. Jetzt geht's noch besser um mich. Okay, ja, na gut. Der macht einfach Löcher rein. Und dann kommen immer noch die Nägel. Boah. Was ist das für ein Werkzeug? Das ist ein Multitool. Mit Lochaufsatz und in dem Lochaufsatz ist nochmal ein paar Sägen rein. Damit du aus irgendwelchen Gründen gleichzeitig nageln kannst, Löcher machen kannst und. Ja, Multitool, sag ich da. Multitool? Er hat einen Arm verloren. Ich alles kann. Oh no. Ah, da ist er. Das muss wehgetan haben. Kann ich Feuer machen? Ich sehe da was zum Nageln. Oh Mann, was kommt jetzt? Okay, alles klar. Und Tedo ist auch gestorben. Ich finde das leicht unfair. Was? Moment! Das war jetzt unfair! Ich bin einfach im Void gespawnt. Oh, fuck. Okay, dann Konzentration. Jetzt aber. Was passiert jetzt? Ich glaube, ich muss während der. Da muss ich's nageln. Lass dich treffen! Die Verhandlungen sind längst vorbei! Was? Ich lass mich doch nicht treffen. Ja, ich muss es am Boden festnageln, ne? Glaube ich. Jetzt. Ah, nee, ich muss hier draufhauen. Ah, ich muss wieder. Verstehe, ich muss dann rauf und. Verstehe. Ja, verstanden. Wenn wir das so schaffen, okay. Die Sprühdose! Das sollte sie aufhalten! Warum bin ich so langsam? Achso. Ich hab den Bullet-Teil. Hui!
Das ist ein Mega Kreissäge. Was passiert hier? Oh mein Gott. Wie spawnt der Tisch? Bleibt ja auch noch ein Stück Brett übrig. Was wir irgendwas tun. Oh mein Gott, nein. Bereit. Oh fuck, ist gestorben. Ach verdammt. Hey, so hat die Kreissäge gekommen haben. Oh shit. Wirklich? Ich hier leicht unter Druck gesetzt. Kann man diese Ehrung aufhalten? Scheiß Fliegenklatscher, ey. Verdammt. Leg auf und mach die Minute fertig! Puh. Bitte nicht noch eine Runde. Oh. Positiv sehen, der Tisch scheint nicht mehr kleiner zu werden. Noch. Okay. Let's go. Ich wollte gerade sagen. Jetzt. Yo! Marin hat länger die Teller gebraucht. Hey, sieh dir das an! Oh, wow! Free das Werkzeug! Oh ja, von mir aus kannst sowas von losgehen. Das kitzelt, das kitzelt! Okay. Und drin. Bekommen gerade Sausage Party Vibes. Sag ich doch. Seht ihr? Ich bin ganz. Ich bin von dem Macher von Sausage Party. Du hast uns vom Rost und vor der Werkzeugkiste gerettet. Danke, May. Du bist eine wahre Heldin. Oh, gerne. Danke, Hammer. Hey, was ist mit mir? Ha? Ich habe meinen Teil ignoriert. Getan, meine Lobeshymne. Hast du nicht die Explosion gesehen? Ja, wir müssen immer noch zu Rosie. Ja, natürlich, aber klar. Sebastian, kannst du ihnen helfen? Sie müssen auf die andere Seite. Oh. Wow. Was? Biegsam. Immer rauf mit euch. Ich weiß nicht. Okay, bist du sicher? Na klar, keine gute Idee. Wow. Das fühlt sich überhaupt nicht sicher an. Macht euch locker. Einfach entspannt. Er kann wirklich gut ziehen. Lass es geschehen. Schieß los! Oh nein! Sie geht! Rosie, warte! Wir brauchen deine Hilfe! Wir sind Mama und Papa! Lass nicht die Tür zu! Sie läuft in Slow-Mo. Nein, 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 nein! Ich glaube, der will uns gar nicht gehen lassen. Und er will uns vor allem nicht helfen. Fluch des Buch. Ja. Er will uns eigentlich nur umbringen. Jetzt kommt ihr nicht raus. Eingesperrt sein ist ein Gefühl, das im Kopf entsteht. Vorher richtig nur quälen. Wenn du auf eine Tür starrst, verpasst du die Tür, die aufentsteht. Schon klar. Nur zur Info, der Schuppen hier hat nur eine Tür. Und ein Fenster. Gut. Mitgedacht. May. Woo! Auf zum Fenster. Woo! Das Buch ist völlig durchgeknallt, oder?